Hallo und herzlich willkommen zu meinem Kanal und zu meinem neuen Video. Ich bin die Pamela, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei mir. Ich habe heute ein Unboxing von Pink Panda. Ich habe das gerade geholt vom Paketshop. Es ist leider hier unten schon etwas eingerissen. Das ist eben die Valentinskollektion. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt doch bitte dran. Ich habe auch außerdem noch diesen Revolution Room Spray gekauft, also ein Raumspray ist das, mit Zitrus und Floral, Ginger und Lilly, also Lilien, Zitronen und ist das Ingwer, Ginger, keine Ahnung. Und jetzt schauen wir mal, wie das ausschaut, also so schaut das aus, in so einem schönen braunen Lila mit einer goldenen Schrift hier drauf. So, sprühen wir mal hier. Riecht aber echt angenehm, nicht zu stark, ein bisschen ein Zitronengeruch. Boah, jetzt habe ich sie im Mund. Und diese Lilie riecht man auch noch schön raus. Also, ich finde das sehr, sehr schön. Zum Glück. Ich hatte schon Angst, dass mir der Geruch da nicht gefällt, aber ich habe es drauf ankommen lassen. Dieser Raumspray hat 12,99 € gekostet und dann habe ich noch diese kleine Box gekauft, weil ich habe in letzter Zeit so viele Mystery Boxen gekauft und die hat nur 9,99 € gekostet. Das ist die Valentine Secret Bag und der Versand hat noch 4 € gekostet. Ja, eigentlich 4,40 € mit der Versicherung. Das heißt, wenn man das macht, dann, wenn das Paket verschwindet, dann bekommt man es sofort erstattet. Und das war bei mir in dem Fall schon einmal. So, ich mache hier hinten einfach nur, das ist nur so zusammengetackert. Und das ist der Blick in die Box. Und ich greife jetzt einfach rein, ich schaue gar nicht rein und schaue mal, was da drinnen ist. Das ist schade. Das war in der letzten Mystery Box. Waren diese Lippenstifte alle schon drin? Sind aber wirklich spitze. Die sind so, so cremig. Das kann ich euch schon mal sagen. Was haben wir da noch drinnen? Aha. Okay, was ist das? Von Revolution Kitulek. Aha, das ist eine Eyeshadow-Palette in komplett Gold. Die schaut aber lustig aus. Die kann man hier so rausschieben. Ich mache das einmal auf. Habe ich auch noch nie gesehen. Also, sehr, sehr cool. So, jetzt ziehe ich das einmal hier raus. Kitulek, Kitulek. Blending Kitulka warm und cool. Also es müssten warme und coole Töne sein. Und das schauen wir sich gleich einmal an. Da sind nur Braun- und Rottöne drinnen. Und hier sind Braun- und Grüntöne drinnen. Ich hoffe, man kann das gut sehen. Ja, im Prinzip nicht schlecht. Aber ich glaube, nichts für mich. Aber ist eine coole Idee und habe ich so auch noch nie gesehen. Ist, finde ich, richtig cool. Was ist denn das? Rosé Kiss Lip Set. Lip Scrub and Mask in so einem schönen Jute-Säckchen. Das ist ja mal süß. So, das müssten 2 Sachen sein. Und was ist denn das? Aha, das ist gar nichts. Okay. Was ist das? Das ist ein Lip Scrub. So schaut das aus. Weiß ist das. Ja, riecht. Ich glaube, das riecht ein bisschen nach Kokos. Also man sieht, da ist eine, so eine Struktur drinnen. Ich glaube, ein Lip Scrub kann man immer gut gebrauchen. Das ist super. Und dann haben wir noch eine Lippenmaske. Das schaut so aus von diesem Planet Revolution. Okay, da geht der Deckel gleich runter. Das riecht eigentlich noch gar nichts. Ist nur weiß. Schaut aus wie eine Creme. Ja, das ist nicht schlecht, finde ich.
Haben wir noch was drin? Ja, wir haben noch ein Produkt drinnen. Jetzt ist aber leer. Die Tüte ist leer. Ein von Revolution Pro, ein Eye Luster, ein cremiger Eyeshadow in der Farbe Brass. So, das ist jetzt zugeklebt. Das machen wir gleich einmal auf. Okay, das ist wieder so ein Pöttchen. Das schaut so aus wie, wie das, was ich hier habe. Kann sein, dass es das gleiche ist. Und das brauche ich dann auf alle Fälle nicht. Ja, es ist eigentlich so was Ähnliches, nur in einer anderen Farbe. Es ist einfach ein cremiger Eyeshadow und sowas benutze ich eigentlich. Also sowas benutze ich nicht. Beziehungsweise ich vertrage diese cremigen Eyeshadows am Auge gar nicht so gut. Also das wird auf alle Fälle weiterwandern, verschenkt werden oder dergleichen. Das schaut man sich noch an, das weiß ich noch nicht. Leider hat es hier unten ein bisschen eine Ecke drin. Das war sicher von der Tüte, weil die nur in so einer Luftpolsterfolie gekommen ist. Und ja. Ja, ich hoffe, euch hat mein kurzes Video gefallen. Das war mal wieder die... ein Überraschungsbag von Big Panda und in dem Fall die Valentine's Mystery Box oder Secret Box. Ich finde nur das Thema, ist das getroffen? Ich weiß nicht. Also hier haben wir einen rosanen Creme-Eyeshadow, dann war ein brauner Lippenstift dabei, dann haben wir diese zwei Paletten, diese Lidschatten-Paletten und Creme-Mask. Also Lip Scrub und Lippenmaske. Also ich würde mir für Valentinstag eher was mit roten Lippen. Ich meine, das ist nicht schlecht, weil da pflegt man auch seine Lippen. Okay, der cremige Lidschatten lasse ich mir auch noch einreden. Aber ich finde die Paletten, weiß ich nicht, passen nicht so ganz dazu. Aber okay. Ja, das war jetzt mein Inhalt. Ich hoffe, ihr lasst mir ein Abo da, ein nettes Kommentar und ein Like. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!